Dann wollen wir heute mit den örtlichen Feuerwehren zusammenarbeiten. Wir wollen die Verfahren und die taktischen Abläufe evaluieren, die wir jetzt schon haben. Insgesamt im Konkreten sind es heute 2 Blackhawk-Hubschrauber, eine Alouettes und 3 Hubschrauber von BME. Wir haben heute unsere jährliche Landesflugdienstübung des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Bundesheer und mit der Polizei. Wir sind hier in Niederösterreich im Bezirk Lilienfeld, also in Dürnitz. Hier werden wir heute einen Waldbrand simulieren im Bereich des Eibelbergs, der hier im schweren Gelände schwer zugänglich ist. Wir werden auch hier erstmaligst unsere neuen Waldbrandbekämpfer, wir haben hier 400 Mann ausgebildet, teilweise in Portugal, die werden heute erstmalig hier auch in so quasi Realeinsatz bei dieser Übung gehen. Die Übung selbst ist sehr gut koordiniert. Die Zusammenarbeit mit den Hubschraubern des Bundesheeres, aber auch der Polizei funktioniert sehr gut. Wir werden hier mit unseren Löschbehältern und Zwischenwasserdepots hier eine optimale Versorgung am Berg machen und von dort aus den Brand dann effizient dann zu bekämpfen. Heute ein gemeinsames Übungsszenario mit der Feuerwehr, aber auch mit dem Roten Kreuz und anderen Einsatzorganisationen. Das österreichische Bundesheer trainiert jedes Jahr hier in Niederösterreich mit nahezu allen Einsatzorganisationen, auch im Flugdienst, weil ganz entscheidend ist, dass wir das üben, was wir in den Einsätzen brauchen. Gerade Waldbrand ist eine Thematik der Zukunft. Waldbrände finden des Öfteren statt. Das Bundesheer ist hier im Assistenzeinsatz und für uns ist ganz, ganz wichtig, dass die Verfahren und die Abläufe dementsprechend geübt werden. Das sehen wir heute. Zusätzlich ist noch anzumerken, dass das österreichische Bundesheer heute in Niederösterreich mit über 400 Soldaten und Soldatinnen im Assistenzeinsatz ist, um die dementsprechende Gesundheitsbehörde zu unterstützen. Wir in Niederösterreich bezeichnen das Zusammenarbeiten der verschiedenen Einsatzorganisationen als die Sicherheitsfamilie Niederösterreich, die unter Führung unseres Landeshauptfrau-Stellvertreters, der auch heute hier ist, und auch mit den anderen Kommandanten hier ein Entscheidungsgremium bildet, um hier für die Landeshauptfrau die dementsprechenden Entscheidungen aufzubereiten. Mein Name ist Malle Alexander, ich bin vom Dienstgrad her Wachtmeister. Ich bin am S70 Blackhawk Bordtechniker und ich habe heute die Aufgabe, den SEMA 3000 Feuerlöschkübel zu bedienen. Das Ganze funktioniert mit diesem Bedienelement. Wir haben 2 Arten des Auslösens. Einmal können wir sprühen, dann haben wir innerhalb von 30 Sekunden können wir 3000 Liter Wasser über den Brandherd sprühen und einmal können wir voll auslassen und dann wäre es in 3 Sekunden wären 3000 Liter Wasser versprüht. Die große Herausforderung bei dieser Einsatzübung war natürlich für uns das Außenlastfliegen, das heißt mit dem sehr schweren Bambi-Bucket und Löschkübel da wegzukommen und oben die Brandstelle zu benetzen. Das ist relativ aufwendig und auch für den Blackhawk an der Leistungsgrenze.